Eine Erfolgsgeschichte geht in die nächste Runde. Der Fähringer Leitbetrieb AT&S erweitert den Standort in der südoststeirischen Stadt. In einer Pressekonferenz wurden nun die Ausbaupläne des Elektronikspezialisten vorgestellt. Grundsätzlich ist es so, dass wir ein technisches Upgrade hier in Fähring machen. Das heißt, wir gehen in höherwertige Produkte für die Zukunft. Das bedeutet nichts anderes, wir bauen eine Halle mit 1200 Quadratmeter dazu, rüsten hier ordentlich mit gutem Equipment auf und auch mit hochqualifizierten Mitarbeitern. Die ganze Region wird davon profitieren. Das ist uns als Wirtschaftsressort, aber auch als Landesregierung ein ganz großes Anliegen, die Regionen zu stärken. Der symbolische Spatenstich mit den Verantwortlichen und Gästen aus der Politik markiert den Startschuss für den Ausbau. Für die Erweiterung der Produktpalette sind natürlich auch zusätzliche Mitarbeiter notwendig. Ein wahrer Segen für die Arbeitsplatzsituation in der Region und der Stadt Fähring. Die Region und besonders die Stadt Fähring profitiert hier. Es ist die Absicherung des Standortes durch neue Technologien. Und wir sind sehr stolz und sind sehr dankbar für das Vertrauen von AT&S, hier in diesen Standort zu investieren. Und es ist, glaube ich, ein großes Verdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier vor Ort, der Bevölkerung, die diesen Standort so erfolgreich machen. Schon seit 44 Jahren besteht das Hochtechnologieunternehmen im Bereich der Leiterplattenfertigung in Fähring. AT&S ist seit der Gründung stetig gewachsen und die Verantwortlichen in der Chefetage haben in der Zukunft noch viel vor. Alles, was mit Elektronik, Automobilelektronik, Kommunikationstechnologien, Medizintechnik, Industrieelektronik zu tun hat, damit beschäftigen wir uns. Unser Ziel ist es, Technologieführer zu sein, weniger volumenseitig der Marktführerschaft zu übernehmen, sondern wirklich technologisch das Unternehmen zu sein, das die Akzente in unserer Industrie weltweit setzt. Bei einer Betriebsbesichtigung informiert sich die zuständige Landesrätin über die Produktpalette und die Fertigungsabläufe und sie zeigt sich begeistert. Wir sehen gerade hier anhand der ATS, dass die Digitalisierung eine Riesenchance ist für die Steiermark. Einerseits, wenn es um die Produkte geht, wo wir am Weltmarkt mit vorne dabei sind. Andererseits auch, wenn es um die Produktionstechnologien geht. Ein Ausbau wie dieser, Industrie 4.0, wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen in den letzten Jahren, wo wir gegen Billiglohnländer oft im Nachteil waren. Und zu guter Letzt zeigt sich hier auch, dass trotz Industrie 4.0 und trotz Digitalisierung neue Arbeitsplätze entstehen, nämlich 70 an der Zahl. Wie überhaupt die Firma AT&S ein Unternehmen ist, das sich sehr stark am Standort einbringt, beispielsweise auch in unseren Clustern in der Steiermark, beispielsweise auch als starker Forschungspartner hier in der Steiermark. Und wir schätzen uns sehr, sehr glücklich, dass dieses Unternehmen jetzt in der Region Südoststeiermark weiter ausbauen wird.